Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen süßen Bären zeichne. Ich fange an mit dem Ohr und mache hier den wuscheligen Kopf. Gehe hier runter vorsichtig und mache die Nase. Dann gehe ich weiter runter. Hier mache ich weiter die Wuschelhaare und hier oben mache ich das zweite Ohr. Dann möchte ich gleich die Bärennase machen. Die male ich schwarz aus. So. Und es kommen hier die Augen. Unser Bär will uns anschauen. Hallo Bär. Und hier haben die Bären so eine leichte Zeichnung. Beziehungsweise später beim Ausmalen könnt ihr das hier hell lassen, beige zum Beispiel, und das hier braun. Ja, und unser Bär lächelt schon. Hallo. So, dann gehe ich hier weiter mit dem Rücken. Den machen wir haarig. Da ist so ein kleiner Buckel bei den Bären. Und gehe wieder runter mit dem Po. Und mache das hintere Bein. Hier wuschelig das Bein. Das ist hier der Fuß. Die haben so komische Krallen. Das kann man ruhig mal machen, wenn es ein realistischer Bär werden soll. Ich mache das so. Realistisch, aber süß. Dann mache ich hier das andere Bein. Hier wuschelig, wuschelig. Und ähnlich hier die Pfote. Und gehe auch wieder hoch. Und hier auch wieder ein paar Krallen. Dann mache ich hier ein bisschen Bauch und hier unten die Brust auch die Linie, also hier zum Bauch vollenden. Dann ungefähr hier mache ich die andere Pfote. Unser Bär läuft oder er geht ganz schnell. Und hier auch die Krallen. Und hinten kommt noch ein Bein mit Krallen. So. Und was könnte man noch machen bei einem Bären? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Naja, wir malen zum Beispiel hier eine kleine süße Biene. Die so rumsummt, denn der Bär hat vielleicht ein bisschen was von ihrem Honig genascht. Also viel Spaß, liebe Kinder. Bis bald, eure Dani. Tschüss.